Europas Friedensvermittler Lord Owen landete in Sarajevo. Die Stadt war seit 9 Monaten eingeschlossen. Er überbrachte den Menschen in Bosnien eine deutliche Botschaft. Don't live under this dream that the West is going to come in and sort this problem out. Don't dream dreams. Als ich diesen Auftrag annahm, war mir völlig klar, dass wichtige Länder, die Vereinigten Staaten, Großbritannien, nicht glaubten, dass ein Militäreinsatz hilfreich wäre. Das kam den Führern der bosnischen Serben sehr gelegen. Ihre Streitkräfte hatten zu diesem Zeitpunkt mehr als 2/3 des bosnischen Territoriums unter ihre Kontrolle gebracht. Ich wusste, wenn der Westen je 5000 Soldaten an unseren 2 wichtigsten Verbindungswegen einsetzt, sind wir Serben erledigt. Srebrenica, danas moderan grad, jedna je od najstarijih naseobina u našoj zemlji. Nepregledne šume i obilje vodenih izvora privukli su ljude da ovdje osnuju svoja staništa. In den ersten Kriegsmonaten wurde Srebrenica zum Zufluchtsort tausender Moslems, die von anderswo vertrieben worden waren. Die bosnisch-serbische Armee belagerte die Stadt. Sie wollte die Menschen aushungern. Im Frühjahr 1993 sollte die entscheidende Offensive stattfinden. Ich hatte das Gefühl, dass sie die Region ausräumen wollten. Die Serben sagten sich, es reicht, die Moslems haben uns schon genug Probleme gemacht. Wir werden sie nicht massakrieren, sondern vertreiben. General Morillo übernahm persönlich das Kommando über einen Konvoi mit Nahrungsmitteln. Sein Ziel war Srebrenica. Aber die Serben wollten nicht, dass er ihren Feinden Essen liefert. Ich sagte, ihr behauptet immer, dass ihr Frieden wollt. Ich will euch gerne glauben. Zeigt mir, dass ihr es aufrichtig meint und lasst mich nach Srebrenica durch. Die Serben gaben nach. Sie gestatteten ihm, nach Srebrenica zu fahren. Die Nahrungsmittel durfte er nicht mitnehmen. Und sie zeigten ihm die Route, die er nehmen musste. Dann schickten sie mich diesen Weg hinauf. Sie wussten, dass er vermint war. Sie waren sicher, dass ich nie dort ankommen würde. Dann fuhren wir los. Der gute General, unerschrockener Führer und ehemaliger Fremdenlegionär, verschwand in einer Wolke Diesel. Und dann gab es einen ungeheuren Knall. Der vorderste Lastwagen war auf eine Mine gefahren. Das Echo hallte durchs ganze Tal. Das war unser einziges Fahrzeug mit Panzerung gegen Minen. Das war Schicksal. In unserem Beruf braucht man viel Zuversicht. Als sie in die Stadt kamen, sahen sich Morillo und seine humanitären Helfer mit den Folgen der ethnischen Säuberungen konfrontiert. Ein ununterbrochener Zug von Menschen ging schweigend durch die Finsternis. Und es war kalt. Ich meine, minus 20 Grad am Abend. Wirklich kalt. Das Elend war unfassbar. Morillon suchte den Kommandanten der muslimischen Verteidigungskräfte auf. Ich sagte, auf keinen Fall werden wir Srebrenica preisgeben. Ich sagte, solange hier auch nur ein einziger Moslem lebt, werden wir nicht weggehen. Die Moslems empfingen den Kommandanten aller UNO-Truppen in Bosnien als Ehrengast.
Nachdem Morillon das Zutrittsrecht der UNO durchgesetzt hatte, machte er sich daran, in sein Hauptquartier in Sarajevo zurückzukehren. Eine Menschenmenge versammelte sich. Einige steckten uns Briefe zu, an uns weiter zu kommen. Dann hieß es, müssen und fahren. Sie wissen, wie diese Fahrzeuge beim Anfahren rucken. Aber es ruckte nur einmal. Ob als Geiseln oder als Gefangene, wir konnten jedenfalls nicht weg. Doch die Demonstration war nicht so spontan, wie sie wirkte. Ich hatte unserem Kommandanten eine verschlüsselte Meldung geschickt. Sie lautete: Lasst Morillon so lange nicht aus Srebrenica fort, bis die Menschen dort in Sicherheit leben können. Morillon wurde 2 Tage im Postamt festgehalten. Er sann nach einem Ausweg. Dann fragte er mich, haben Sie eine Fahne? Ja. Eine UNO-Fahne? Ja. Sehr gut, sagte er. Ich brauche ein Megafon. Wer hat ein Megafon? Dann dröhnte der General mit einer 40 Zigarren pro Tag Stimme ins Megafon. I deliberately came here and I have now decided to stay here in Srebrenica. You are now under the protection of the UN forces. Er beschloss, dort zu bleiben. Wir dachten, wir wären Gefangene. Doch der General drehte den Spieß um und sie applaudierten. Ich erinnere mich an seine Worte. Fürchtet euch nicht, ich bleibe bei euch. But if this doesn't work, General, what do you think of the people? Because they warm to your words. It will work. It will work. Morillons Versprechen stand in krassem Widerspruch zur Politik der UNO. Seine neutralen Friedenssoldaten schützten nun die Moslems, während die Serben sich zur selben Zeit zum Angriff formierten. Morillons Vorgesetzte bei der UNO in New York waren fassungslos. General Morillon ging große Risiken ein. Ich glaube, einige Dinge, die er damals in der Hitze des Augenblicks sagte, wirken rückblickend etwas irreführend. Manche würden sie als leicht übergeschnappt bezeichnen. Morillons Versprechungen sollten bald getestet werden. Good evening. The battle for Srebrenica tonight appears to be over. Only the terms of the surrender remain to be worked out. The Security Council is meeting as we go on air in an atmosphere of extraordinary confusion. Wenn Sie die Größenordnung der Massaker bedenken und was das für den Rest der Welt bedeutet, dann haben unsere Länder ein großes moralisches Mitspracherecht. Der Sprecher der einflussreichen blockfreien Bewegung in der UNO brachte eine Resolution ein, die Srebrenica zur Schutzzone erklären sollte. Damit wäre die UNO verpflichtet, die Stadt zu verteidigen. Vorher hatten wir eine riesige Auseinandersetzung mit den Großmächten, vor allem mit Großbritannien, Frankreich und Russland. Es hat nie die leiseste Chance gegeben, dass die UNO Srebrenica verteidigt. Angreifer abschrecken, ja. Angegriffene verteidigen, nein. General Morillon hatte sie in eine Zwickmühle gebracht, in der sie zum ersten Mal in eine Konfrontation mit Belgrad und den Serben gerieten. Und das wollten sie nicht. Die endgültige Resolution war zwar scharf formuliert, doch inhaltlich hatten sich die Europäer durchgesetzt. Das Wort Schutzzone wurde durch Sicherheitszone ersetzt. Statt Srebrenica gegen die Serben zu verteidigen, forderte die UNO die Kampfparteien auf, die Stadt als Sicherheitszone zu behandeln. Those against the draft resolution has been adopted unanimously as resolution 819. Srebrenica, that will be a safe area. Well, what does that mean? That's surely safe. Safe area? You know? Okay.
Am nächsten Morgen mussten die UNO-Kommandanten vor Ort dem bosnisch-serbischen General Ratko Mladic die Resolution vorlegen. Mladic schwang sich aufs hohe Ross. Er donnerte: Ich bin die serbische Armee, so geht das nicht. Dann nannte Mladic seinen Preis dafür, die Stadt nicht zu überrennen. Dann ging Mladic weg und spielte mit einem französischen Oberst Tischtennis. Der bosnische Kommandant zog sich in einen kleineren Raum zurück. Der Beschützer von Srebrenica musste nun dem Kommandanten der bosnischen Regierungstruppen nahelegen, seine Männer in der Stadt zu entwaffnen. Morillon sagte, sie müssen die serbischen Bedingungen annehmen. Die Lage von Srebrenica ist aussichtslos. Der Kommandant der bosnischen Moslems fügte sich ins Unvermeidliche. Die UNO redete von einem Erfolg. Sie habe die Serben aufgehalten. Doch General Mladic wusste, dass er die Stadt jederzeit einnehmen konnte. Im Gegenzug dafür, dass ein paar kanadische Blauhelme dort stationiert werden durften, musste sich Srebrenica entwaffnen. Es sollte eine Sicherheitszone werden. Die bosnisch-serbische Armee wusste, dass es nichts als ein riesiges Konzentrationslager unter ihrer Kontrolle war. Eine Woche später eröffnete Präsident Clinton in Washington das Holocaust-Museum. Srebrenica hatte jedem Besucher die Parallelen zwischen den ethnischen Säuberungen der Serben und dem Völkermord an den Juden klargemacht. Ich war im ehemaligen Jugoslawien und ich kann nicht anders als zu sagen, Herr Präsident, wir müssen etwas tun, um das Blutvergießen dort zu stoppen. Ethnic cleansing. Phil Donahue, der bekannteste Talkmaster Amerikas, fragte in seiner Sendung, was ist unsere Verantwortung heute? Die internationale Gemeinschaft antwortete auf diese Frage mit dem Wen's Own Plan. Zwei ehemalige Außenminister hatten ihn entworfen. Lord Own kam als Gast in die Donahue Show, um den Amerikanern den Plan zu erklären. If we're going to get peace by negotiation, then we've got to get these three peoples together, they've got to learn how to share power. Wir wollten das Land nicht nur, wie ich es beschreibe, wieder zusammennähen, sondern wir wollten auch die ethnischen Säuberungen rückgängig machen. Bosnien sollte ein Land mit 10 Provinzen werden. Jede Provinz sollte Erziehung, Verkehrswesen und Polizei selbst kontrollieren. Dadurch würden die Serben große Teile des eroberten Gebietes selbst verwalten. Die Provinzen waren jedoch so angeordnet, dass die Serben keinen separaten Staat gründen konnten. Der Plan war etwas zu idealistisch. Eine siegreiche Armee, die serbische, sollte 27% ihrer Eroberungen aufgeben. Lord Own reiste nach Belgrad, um den serbischen Präsidenten zu treffen. Jenen Mann, der hinter den bosnischen Serben stand. Die UNO hatte Own ein neues Druckmittel gegeben. Serbien und dem verbündeten Montenegro drohte das Totalembargo, wenn sie den Plan nicht unterstützen. An diesem Sonntagvormittag hatte ich zum ersten Mal wirklich Zuckerbrot und Peitsche zur Verfügung. Die Peitsche war die UNO-Resolution zur Verschärfung der Sanktionen. Und es gab auch Zuckerbrot. Das Zuckerbrot war der Plan selbst, der es ermöglichte, die politischen Ziele durch politische Mittel statt durch Krieg zu erreichen. Die einzige Lösung war die Gleichbehandlung aller Volksgruppen. Der Vance Owen Plan sah das vor. Die Serben wollten wissen, ob die Moslems in der Übergangsregierung ihre Mehrheit gegenüber Serben und Kroaten ausspielen konnten. Sie erklärten uns den Plan. Dann sagte Milosevic, gut, sie haben mich überzeugt. Die Serben hatten ein Vetorecht, eine ziemlich komplizierte Regierungsform, das muss ich zugeben. Ich erinnere mich, wie Milosevic sich zurücklehnte und sagte, ich bin zuversichtlich.
Er war mit seiner Entscheidung zufrieden. Natürlich wusste er, dass die Umsetzung des Planes problematisch war, aber an diesem Tag hatte er zum ersten Mal einen Friedensplan vollständig akzeptiert. Owen versammelte alle Parteien zu einer hastig organisierten Konferenz in Athen. Alija Izetbegovic, der bosnische Präsident, hatte dem Plan bereits zugestimmt. Präsident Tudjman und die bosnischen Kroaten ebenfalls. Es fehlten nur noch die bosnischen Serben. Ich sagte Milosevic, wenn wir unterschreiben, wird die UNO eine Unzahl von Blauhelmen bei uns stationieren und wir werden von Serbien isoliert sein. Aber Owen war zuversichtlich, dass Präsident Milosevic als oberster Kriegsherr und Finanzier die bosnischen Serben zur Unterschrift bewegen konnte. Ελπίζω και προσεύχομαι το μήνυμα από την Αθήνα προς τους βασανισμένους λαούς της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης να είναι μήνυμα χαρμόσυνο. Sobald die Formalitäten vorüber waren, vergatterte Milosevic die bosnischen Serben zu einem Gespräch in ihrer Hotelsuite. Er wollte ihnen den Friedensplan schmackhaft machen. Er sagte, der Vance-Owen-Plan wird nie funktionieren. Sie werden ihn niemals umsetzen können. Karadzic hatte die Vorzüge des Plans nicht verstanden. Er war zu besessen von Fragen der Gebietsaufteilung. Milosevic sagte, bist du blind, Radovan? Siehst du nicht, dass wir dasselbe sagen? Sind wir wirklich so blöde? Es war viel zu riskant für mich. Ich wusste, wenn der Westen je 5000 Soldaten in Zvornik und im Posavina-Korridor einsetzt, sind wir Serben am Ende. Um 11 Uhr am nächsten Vormittag hatten wir sie noch nicht überzeugt. Auch zu Mittag waren sie noch nicht bereit. Bald war es 1 Uhr. Jeder drängte uns zu unterschreiben. Sogar die Kellner, die den Kaffee brachten, fragten, werden sie unterschreiben? Dann sagte Milosevic zu Karadzic, die Zeit ist um. Dann knirschte Karadzic mit den Zähnen, nahm die Füllfeder und unterschrieb. This is a happy day, a day in the Balkans, a day in Athens, sunshine, and let's hope that this does mark the moment of an irreversible peace process for Bosnia-Herzegovina. Potpisa na Vance-Owenov plan, Srbi nisu izvršili samoubistvo. Srbi su ovim potpisom samo pokazali svijetu da će ostati i opstati na svojoj teritoriji, na teritoriji Republike Srpske, a parlament će reći svoju riječ. Karadzic hatte sich die Volksversammlung der bosnischen Serben als Rückversicherungsklausel eingebaut. Nur wenn sie die Unterschrift von Athen ratifizierte, sollte der Plan in Kraft treten. Die Abgeordneten versammelten sich an ihrem Regierungssitz in Pale, einem ehemaligen olympischen Skidorf. Der griechische Premierminister Mitsotakis begleitete Milosevic dorthin, um zusätzliche Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir hielten sogar eine Parade ab. Wir hatten Soldaten, es war eine sehr eindrucksvolle Show. Uns war sehr wichtig, dass Herr Mitsotakis hier war. Das war ein Zeichen der Anerkennung, dass wir als Staat existierten. Karadzic erklärte, was er von dem Plan hielt.
Plan koji je vama dobro poznat. U osnovi je katastrofalan. Ich erklärte, dass der Plan für uns katastrophal war. Ich sagte, nachdem ich aber unterschrieben habe, muss ich ihn auch unterstützen. Ein hoher Besucher nach dem anderen argumentierte für den Plan. Ne postoji alinja država. A da se suprotnoj odluci raduju naši neprijatelji na čelu sa Turskom, koja je to već izvanično saopštila. Mi nas toktonise de sinara i la ide nas toktonu. Nemojte danas izvršiti samoubistvo. Der Feldherr der bosnischen Serben, den die internationalen Medien als Kriegsverbrecher brandmarkten, kam zu spät, weil ein Felssturz seinen Weg versperrte. Ein Team des Nachrichtensenders CNN half, den Weg frei zu machen. Milošević und ich waren wie betäubt, als wir diese Karten sahen. Wir begriffen nicht, worauf er hinaus wollte. Mladić führte zwei Karten vor. Zuerst zeigte er uns die Gebiete, die wir hielten. Dann zeigte er uns die Vorschläge des Vance-Owen-Plans. Unsere Abgeordneten brauchten gar nicht nachzudenken. Sie konnten deutlich sehen, wie wenig Land dieser Plan uns Serben übrig ließe. Milošević fragte mich, warum sprichst du nicht noch einmal? Ich fragte, was? Er meinte, sage ihnen, sie sollen mit Ja stimmen. Ich antwortete, ich bin aber selbst nicht überzeugt. Nachdem ihn sein eigener Statthalter vor den Kopf gestoßen hatte, ergriff Milošević das Wort. Es schien fast, als hätte er die Abgeordneten überzeugt. Smatram da odluka za mir nema alternativu. Smatram da je odluka za mir i osnaženje potpisa koji je stavio Radovan Karadžić u Atini odluka u interesu srpskog naroda u Bosni i u interesu celog srpskog naroda. Er sagte, für die eigene Nation kann man alles aufopfern, nur nicht die Nation selbst. Wenn sie den Vance-Owen-Plan nicht annehmen, dann opfern sie ihr Volk. Wenn es in diesem Moment keine Sitzungsunterbrechung gegeben hätte, wären die Abgeordneten, glaube ich, auf unserer Seite gestanden. In demonstrativer Aufsässigkeit gegen Milošević zogen sich die bosnischen Serben in eine geschlossene Sitzung zurück. Milošević und ich versuchten mitzukommen, aber sie wollten uns nicht dabei haben. In dem Moment begriffen wir, dass ihre Antwort ganz sicher Nein lauten würde. Er sagte fast gar nichts. Er sagte, wir fahren, sonst nichts. Meinen Wagen bitte. Das war's. Mit dem Vance-Owen-Plan verschwand auch die letzte Hoffnung auf einen bosnischen Gesamtstaat für alle Völker. Die Serben bauten ihren eigenen Staat weiter aus. Im Südwesten begannen nun auch die bosnischen Kroaten, die bisher Alliierte der Moslems waren, für einen eigenen Staat zu kämpfen. Unser Frontverlauf mit den Serben war ein Albtraum. Die Front war mindestens 1000 Kilometer lang. Ich unternahm alles, um die Eröffnung einer zweiten Front gegen die Kroaten zu verhindern. Präsident Izetbegovic versuchte verzweifelt, seinen Verbündeten nicht zu verlieren. Er durchquerte die serbischen Linien und traf den Kommandanten der bosnisch-kroatischen Armee in Mostar. Wir hatten abgemacht, uns am Vormittag in einer Privatwohnung zu treffen.
Wir begannen mit einem Kaffee. Wir sprachen über die Lage im Süden, in der Herzegowina. Meine Armee hatte dort Probleme mit den bosnisch-kroatischen Kräften. Es ist kein Geheimnis, dass die Kroaten in Südbosnien am glücklichsten wären, wenn sie sich an Kroatien anschließen könnten. Ich wusste, dass die bosnischen Kroaten einen Krieg provozieren wollten. Sie wollten, dass die südlichen Regionen Bosniens Teil Kroatiens werden. Ihre Absichten waren ziemlich klar. Izetbegovic hatte allen Grund, besorgt zu sein. Der kroatische Präsident und sein serbischer Gegenspieler liebäugelten seit langem damit, Bosnien untereinander aufzuteilen. Im Jahr davor hatte ein ORF-Team den bosnischen Serbenführer in Graz aufgespürt. Er hatte dort den öffentlichkeitsscheuen Chef der bosnischen Kroaten, Mate Boban, getroffen, der mit dem Wagen angereist war. Ihre Unterredung fand hinter dieser Türe statt. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Die Kroaten wollten sich auf ihren Teil von Bosnien konzentrieren. Die Idee eines kroatischen Staates in Bosnien wohnt seit ewigen Zeiten im Herzen der bosnischen Kroaten. Wir hatten einige Gebietsstreitigkeiten mit den Kroaten. Deshalb sollten aber keine Männer sterben. Uns war bewusst, dass keiner von uns beiden exakt das bekommen konnte, was er wollte. Die Serben sagten, die Grenze muss am Fluss Neretva liegen. Dann stürzten sich die bosnischen Kroaten auf ihre bisherigen muslimischen Verbündeten. Der oberste Befehlshaber aller kroatischen Streitkräfte führte Regie. Ich befahl meinen Armeeeinheiten nicht, bis nach Zentralbosnien vorzudringen. Ich entsandte sie, um die kroatischen Teile Bosniens zu schützen. Muslimische Dörfer standen dabei im Weg. Ein ganzes Jahr lang hatten tausende muslimische Kämpfer die kroatische Armee verstärkt. Nun nahmen die Kroaten ihre bisherigen Mitkämpfer fest. Wir mussten irgendwohin mit den Gefangenen, also errichteten wir Lager. Ich sagte unserem Verteidigungsminister, seien Sie vorsichtig, tun Sie nichts, wofür wir uns später schämen müssen. Einem Journalisten, der selbst auf der Seite der Moslems gekämpft hatte, gelang es, in eines dieser Lager auf dem Militärflugplatz in Mostar vorzudringen. Die Männer wurden in unterirdischen Benzintanks festgehalten. Vor dem Krieg war dort Kasernengelände der Volksarmee. Die obere Hälfte der Tanks war mit Erde bedeckt. Es war unerträglich heiß und es gab nur winzige Luftlöcher. Etliche Männer kamen um. Das war eine Form von Wahnsinn und ein Fehler. Unsere Männer sind massakriert worden. In solchen Augenblicken beginnt das Blut zu kochen und man macht verrückte Sachen. Später schämt man sich dafür, als Mann und auch als Kroate. Die Verantwortlichkeit für diese Lager reichte bis zur Spitze der kroatischen Regierung. Präsident Tudjman muss über die Lager Bescheid gewusst haben. Ich fragte ihn, wer das organisiert hat. Er sagte,
Wir Kroaten sollten uns nichts vorwerfen. Es ist schon möglich, dass es Lager gibt, aber die anderen haben auch welche. Das war keine Entschuldigung. Die Angst vor der totalen Auslöschung spornte die nur leicht bewaffneten Moslems zu erbittertem Widerstand an. Der kroatische Vormarsch wurde gestoppt. Als Vergeltung beschossen die Kroaten die alte Brücke in Mostar, die die Moslems vor 400 Jahren erbaut hatten. Das geschah auf den Tag genau 4 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, dem Beginn einer neuen Weltordnung. Zwei amerikanische Regierungen hatten in Bosnien bisher tatenlos zugesehen. Die Europäer sollten auf ihrem Kontinent selbst für Ordnung sorgen. Es wird kein unilaterales, bewaffnetes Eingreifen der Vereinigten Staaten geben. Wir können nicht und werden nicht Weltpolizist sein. Die Vereinigten Staaten sind nicht bereit, Bodentruppen nach Bosnien zu entsenden, um dem Konflikt dort eine Lösung aufzuzwingen. Nun beschlossen die Amerikaner eine neue Gangart. Präsident Clintons Strategie war, die beiden schwächeren Konfliktparteien gegen die Serben zu vereinen. Wenn man alle Gebietsstreitigkeiten auflistete und sich überlegte, welche von ihnen verschwinden, wenn Kroatien eine Föderation mit den Moslems bildet, dann blieben nicht allzu viele übrig. Die Amerikaner machten Druck auf Präsident Tudjman. Sie drohten Kroatien mit UNO-Sanktionen, wenn er seinen Krieg gegen die Moslems fortsetzt. Damit wäre Kroatien auf dem Balkan ebenso isoliert wie Serbien. Für ein Land wie Kroatien war das langfristig keine besonders erstrebenswerte Perspektive. Tudjman wollte die serbisch kontrollierten Gebiete Kroatiens zurückhaben und die Amerikaner wussten, dass er dazu ihre Unterstützung brauchte. President Tudjman risked having 27% Kroatiens waren serbisch besetzt. Präsident Tudjman riskierte, die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft für deren Rückeroberung zu verlieren. Tudjman wählte den amerikanischen Weg. Mir war klar, dass wir diesen Konflikt zwischen der westlichen und der islamischen Zivilisation verhindern mussten. Deshalb hat uns der Westen ein Bündnis mit den Moslems empfohlen. Wenige Wochen später verbuchte Präsident Clinton einen außenpolitischen Triumph. Die Präsidenten Bosniens und Kroatiens unterzeichneten einen Bündnisvertrag zur Beendigung des einen bosnischen Krieges. Eine Explosion in Sarajevo erinnerte die Welt daran, dass zwei Kriege geführt wurden. Menschen wurden getötet. Ich habe mit meinen Beratern soeben den furchtbaren und grausamen Vorfall in Sarajevo erörtert. Haben Sie sich gegen Luftangriffe entschieden? Nein, aber die Luftangriffe können nur nach einem gemeinsamen Beschluss unserer NATO-Partner stattfinden. Darauf flog ich gleich am Montag nach Europa, um mit unseren Partnern diese Sache vorzubereiten. Doch Großbritannien sträubte sich dagegen. Außenminister Douglas Hurd auf dem Weg in eine Krisensitzung des Kabinetts. Wichtige Regierungsmitglieder lehnten jeden Schritt ab, der Großbritannien in einen Konflikt mit den Serben ziehen könnte.
Ich sagte, es geht nicht nur um Bosnien. Es geht auch um das Atlantische Bündnis. Und es gibt einen Punkt, an dem wir uns im Interesse dieses Bündnisses auf Dinge einlassen müssen, die wir für riskant halten. Die Briten lenkten ein. Die NATO stellte den Serben ein Ultimatum. Sie hatten 10 Tage Zeit, ihre schweren Waffen von den Hügeln um Sarajevo abzuziehen. Srbi nikad nisu primali ultimatum ni od koga niti prihvatali pa neće ni u budući. I nema potrebe nama ultimatum da se. Ne priti razliku između ovo dva. Nije nama ultimatum nikakav. Ich wies das Ultimatum zurück. Es hätte weitere Schritte der NATO und damit weitere Demütigungen für uns bedeutet. 4 Tage bevor das Ultimatum ablief, kam John Major zu einem lange geplanten Gipfeltreffen nach Moskau. Die Russen waren entrüstet über das Ultimatum gegen die befreundeten Serben. Als die NATO das Ultimatum stellte, waren wir sehr besorgt, dass die ganze Region in die Luft gehen könnte. Es hatte sie am meisten verärgert, dass sie nicht informiert worden waren. Und ich habe dann, entweder von dort oder unmittelbar nach meiner Rückkehr, Warren Christopher wissen lassen, aufpassen, sie sind extrem irritiert. Einige versuchen, das Bosnien-Problem zu lösen, ohne Russland daran zu beteiligen. Das wird nicht gelingen. Wir werden das nicht zulassen. Ich habe den Russen nicht gesagt, bleibt draußen, das ist unsere Angelegenheit. Ich habe erklärt, warum die NATO so gehandelt hat, die Hintergründe, die Erwartungen und bitte übernehmt eure Rolle dabei. Diese Aufforderung war nach Jelzins Geschmack. Sie haben uns jedenfalls kein Wort von Ihrer bevorstehenden Initiative gesagt. Nur wenige Stunden nach Majors Besuch brachte ein Sonderbeauftragter den bosnischen Serben ein Schreiben des russischen Präsidenten. Sie haben den Brief laut vorgelesen und ich konnte sehen, welchen Eindruck es machte, dass der russische Präsident ihnen geschrieben hatte und bitte sagte, sie sollten die richtige Entscheidung treffen. Russland ersuchte sie, eine Konfrontation zu vermeiden und die schweren Waffen abzuziehen. Wir sicherten zu, unsere Truppen in dem Gebiet zu stationieren. Wir kamen rasch zu einer Übereinkunft. Ich hielt es für entscheidend, dass sich Jelzin einschaltete und dass russische Truppen stationiert wurden. Einen Tag bevor das Ultimatum ablief, trafen die russischen Truppenkontingente ein. Ihre Präsenz in der Umgebung von Sarajevo machte einen NATO-Angriff unmöglich. Die Serben lenkten ein und zogen ihre schweren Waffen ab. Zum ersten Mal seit 1,5 Jahren konnten sich die Einwohner von Sarajevo wieder ungefährdet im Freien aufhalten. Zumindest in Sarajevo begann eine Phase des Friedens. Heute weihen wir das zukünftige Areal der amerikanischen Botschaft in Sarajevo ein. In der ungeteilten Hauptstadt des souveränen und unabhängigen Staates Bosnien-Herzegowina. Ohne anmaßend sein zu wollen, möchte ich die Worte, die Präsident Kennedy vor 30 Jahren sagte, wiederholen. Jasam Sarajevka. Doch Sarajevo war nicht Berlin. Als die Serben testeten, wie entschlossen der Westen wirklich war, stand das Bündnis rasch vor seiner schwersten Belastungsprobe. Ich wollte den Verbündeten der Moslems, vor allem den Amerikanern, zeigen, dass wir überlegen waren und die muslimische Armee besiegen konnten. Der Ort, den er dafür wählte, war die wichtigste ostbosnische Moslem-Enklave Gorazde. Die UNO hatte die Stadt, wie Srebrenica, zur Sicherheitszone erklärt. Am 5. April wurde ich um 4 Uhr in der Früh geweckt.
Man sagte mir, dass Panzer Goraschte angegriffen haben und dass die Stadt in Flammen steht. Obwohl serbische Granaten in Goraschte explodierten, war der Lagebericht stark übertrieben. General Rose entschied, dass kein Militäreinsatz nötig war. Die UNO-Resolution verpflichtete uns zur Abschreckung von Angriffen. Abschrecken ist nicht dasselbe wie verteidigen oder schützen. Die führenden Offiziere konnten nicht einschätzen, was ein erster NATO-Luftangriff auslösen würde. Als jedoch zwei serbische Panzer bis in die Stadt vordrangen, entschied General Rose, dass die Zeit für Abschreckungsmaßnahmen nun doch gekommen sei. I got the target on my nose. Hey, what are you aiming at, Jim? How many? Right at his tent. We have bomb splash. Der erste Luftangriff in der Geschichte der NATO traf ein Zelt, einen serbischen Gefechtsstand. Doch die Serben waren nicht lange abgeschreckt. General Mladic, ihr Kommandant, schlug zurück und ließ 150 UNO-Leute umzingeln. Sie waren seine Geiseln. "20 Minuten lang tobte er am Telefon. Er drohte, keinen einzigen UNO-Mitarbeiter lebendig aus seinem Gebiet zu lassen. Das machte uns deutlich, wie eingeschränkt und schwierig Luftangriffe waren, wenn unsere Bodentruppen ungeschützt sind. Die UNO entsandte eine hochrangige Delegation, um bei der bosnisch-serbischen Führung die Freilassung der Geiseln auszuhandeln. Die Sitzung war vorüber. Wir warteten auf das Mittagessen und nahmen gerade den Aperitif. Gleich nach dem Salat erhielten wir die dringende Mitteilung, General Rose versucht uns zu erreichen. Der verzweifelte General Rose konnte seine Vorgesetzten nur auf einem Funkgerät erreichen, auf dem jeder mithören konnte. Er meldete, seine Truppen in Goraschte würden von der serbischen Artillerie beschossen. Damit begann ein eher surreales Erlebnis meiner Laufbahn in der UNO-Friedensmission. Rose war in Sarajevo, Mladic war außerhalb von Goraschte. Ich war hier, der UNO-Mann dort drüben. Wir hatten zwei Landkarten und zwei Telefone. I don't think that by the time the message gets to the units on the ground, they will all be either dead or captured, over. Wir waren alle im selben Raum. Ein Soldat hielt das Funkgerät, aus dem die Stimme des UNO-Kommandanten Kampfflugzeuge anforderte, um die Leute zu bombardieren, mit denen Karadzic gerade am Telefon sprach. Ich war wütend. Ich sagte zu Mladic, sagen Sie mir die Wahrheit. General Mladic sagte Karadzic, dass seine Kanonen auf die Stadt zielten und nicht auf UNO-Stellungen. Wenn UNO-Personal beschossen wurde, wäre es deren eigene Schuld. Ich verlangte von Rose, dass er mir sagt, was wirklich los ist. Er gab zu, dass seine Soldaten am falschen Ort waren. Es waren britische Kommandosoldaten, heimlich vorgeschobene Beobachter für Luftangriffe. Ein Hubschrauber flog einen verletzten Briten aus. Die UNO musste den Luftangriff abblasen. Die serbische Offensive ging weiter. An diesem Abend lud die bosnische Regierung, die die Tatenlosigkeit der UNO nicht länger hinnehmen wollte, Herrn Akashi und General Rose vor. In dem Moment erkannten diese Primitivlinge in der serbischen Armee vor Goraschte, dass sie die NATO herausfordern konnten. Sie wussten, dass ihnen niemand etwas tun wird.
Die Amerikaner waren daraufhin fest entschlossen, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Sie beschießen Krankenhäuser und das UNO-Hauptquartier. Sie nehmen UNO-Soldaten als Geiseln, die nie Krieg gegen sie geführt haben. Wir haben nur das getan, was wir immer gesagt haben, dass wir tun würden. Das sind Luftangriffe, wenn sie unsere Leute bedrohen. Und sie sind absolut die Aggressoren und Missetäter. Präsident Clinton verlangte einen sofortigen Schlag der NATO. Ich bekam Anrufe von wichtigen Leuten, die lautstark verlangten, dass wir der bosnisch-serbischen Seite den Krieg erklären. Es war der 20. April. Der Premierminister und ich waren besorgt. Es gab übertriebene Meldungen, dass wir uns als Einzige gegen die Vorhaben der NATO stellten. Die Amerikaner erzwangen ein Ultimatum, das den bosnischen Serben lediglich 12 Stunden für den Rückzug aus Goraschte einräumte. Wir werden nicht nur einen einzelnen Panzer ausschalten, der die Stadt beschießt. Wir werden in der Lage sein, größere Zielgebiete anzugreifen. Unsere Botschaft lautet, genug ist genug. Doch ein Mann setzte, gegen seine Dienstanweisung, die Verhandlungen mit den Serben fort, der UNO-Sonderbeauftragte Yasushi Akashi. Es war unmöglich, Akashi von weiteren Diskussionen mit Präsident Milosevic und den bosnischen Serben abzuhalten. Er dachte, nur er ist in der Lage, diesen Einsatz abzuwenden, der die Friedensmission zum Scheitern bringen kann. Im Mittelmeer warteten 200 vollbewaffnete NATO-Kampfflugzeuge auf den Einsatzbefehl. In Belgrad verkündete Akashi nach Gesprächen mit Milosevic und Karadzic wieder einmal eine Feuerpause. Zwei Wochen lang hatten sich die Serben der UNO und der NATO erfolgreich widersetzt. Nun wussten sie, dass sie sich vor der internationalen Gemeinschaft nicht zu fürchten brauchten. General Mladic. Wir waren so glücklich, als die UNO ankam. Aber in Sarajevo alleine wurden mehr als 10.000 Zivilisten getötet. Die UNO war dabei und hat zugesehen. Was für eine Ironie.